Ja, und wie hier auch die Bild-Zeitung berichtet, Ökoaktivisten verhöhnen Radlerinnen in Lebensgefahr. Shit happens, es ist Klimakampf. Nach einem Unfall stand ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr in Berlin leider Gottes wegen den sogenannten Klimakaoten, wie sie bezeichnen, im Stau fest. Ja, die Rettungsmannschaften kamen nur sehr, sehr schleppend und auch definitiv zu spät an den Unfallort. Ja, eine Radlerin ist unter einen Bulldozer geraten, lag unter dem Bulldozer schwer verletzt. Auch der Fahrer wurde von einem Passanten mit einem Messer niedergestochen. Ja, so, natürlich mal wieder in Berlin. Ja, merken die Klimakleber jetzt endlich, dass sie mit ihrem Wahnsinn Menschenleben gefährden? Ich glaube noch immer, dass die sogenannten Klimakaoten nicht gegen das Klima kämpfen, sondern sie haben wahrscheinlich in ihrer Erziehung etwas nicht so richtig genossen. Ja? Immer wieder werden die Stadtautobahnen in Berlin, überwiegend die A100, die Abfahrten, ja, durch diese Klimakaoten blockiert. Ja? Und wie Sie hier auch sehen können, ja, ein dringend benötigtes Spezialfahrzeug der Feuerwehr konnte nicht rechtzeitig zu einer Radfahrerin gelangen, die bei einem Unfall unter den Betonmischer geraten war und eingeklemmt worden. Jetzt kämpft die Frau um ihr Leben, könnte sogar ihr Bein verlieren. Ja, und anstatt Reue zu zeigen, höhnten am Montag einer der Ökoextremisten auch noch über das Opfer. Ja, so, ne, Radfahrerin, lebensgefährlich verletzt. Der Rüstwagen, der den LKW anheben sollte, kam wegen Blockade und dadurch verursachten Stau zu spät zur Unfallstelle. Scheiße, aber nicht einschüchtern lassen. Es ist Klimakampf, nicht Klimakuscheln und Shit happens. Ja, so, jetzt frage ich euch, ich spiele euch jetzt gleich mal zwei Videoclips ein. Einmal von den Klimakaoten aus Berlin, wie sie sich da an der Straße festkleben. Ja, und die Polizei praktisch auf allen Vieren, ja, die Klimakaoten irgendwie von der Straße mit dem Sekundenkleber lösen müssen. Oder soll das genauso wie in Paris sein? Wie gesagt, das erste Video, einmal die Klimakaoten aus Berlin und dann die Klimakaoten aus Paris. So, und schreibt doch mal in die Kommentare. Sollte das in Deutschland genauso gemacht werden wie in Paris? Oder habt ihr Verständnis für die Klimakaoten? Erneut Klimaprotest mitten im Berufsverkehr. Berlin-Friedrichshain. Auf einer vielbefahrenen Kreuzung sitzen sie wieder, Mitglieder der Klimaaktivisten letzte Generation und stören den morgendlichen Straßenverkehr. Nichts geht mehr. Die Folge? Hubkonzert, Stau und jede Menge Frust bei den Autofahrern. Ja, hier sitzen, hier zeigt alles. Warum jetzt sitzen wir? Was ja? Es dauert nicht lange, dann wird aus dem Frust blanke Wut. Erste Autofahrer beginnen, die Klimakleber von der Straße zu zerren. Die Gemüter erhitzen sich immer mehr. Ja, das ist ein Scheiß! Ich kann euch! Weg hier! Ist der Hunde weg? Weg! Weg hier! Ja, Entschuldigung, ich darf nicht mehr benutzen! Komm weg! Schließlich greift die Polizei ein. Beamte tragen die Aktivisten von der Kreuzung zu ihren Streifenwagen. Seit Tagen legen die Demonstranten immer wieder wichtige Knotenpunkte im Berliner Straßenverkehr lahm. Sie fordern ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen und die Fortsetzung des 9-Euro-Tickets für den öffentlichen Nahverkehr. Etwa 10 Aktivistinnen und Aktivisten der Klimaprotestgruppe der Dernière Rénovation blockierten am Samstag den Verkehr auf der Pariser Stadtautobahn. In orangefarbenen Westen und mit Transparenten brachten sie den Verkehr zum Stillstand, indem sie sich auf die Straße setzten. Einige klebten sich sogar mit den Händen auf den Asphalt. Doch die Pariser Polizei griff hart durch und brachte den Verkehr innerhalb von Minuten wieder zum Laufen.
Nachdem die mündliche Aufforderung der Beamten, die Straße freizumachen, erfolglos blieb, fingen die Polizisten an, die festgeklebten Demonstranten von der Straße zu entfernen. Aufnahmen zeigen, wie rabiat die Ordnungskräfte dabei vorgegangen sind. Schreiend vor Schmerz werden die Aktivistinnen und Aktivisten kurzerhand von der Straße gerissen. Der Polizeieinsatz dauerte nicht lange. Nach nur 20 Minuten war die Straße geräumt und der Verkehr konnte wieder fließen. Die Dernière Renovation ist vergleichbar mit der deutschen Letzte Generation. Eine Aktivistin der gleichen Gruppe hatte bereits das Finale des Tennisturniers French Open gestört, als sie sich an das Netz kettete.